Hey Leute, herzlich willkommen zu den Halloween-Wochen bei Ed. Ein geil komisches Geräusch. Oh Gott, das geht ja ewig hoch. Nee, so weit wollte ich eigentlich gar nicht machen, dass ich die aufbrauche, die Continues, die Credits. Wir spielen heute Ghosts and Goblins von Capcom. Das gibt's auf der Capcom Arcade Classic Edition Gedöns. Das ist jetzt übrigens hier schon Demo. Wollte ich eigentlich gar nicht. Und jetzt ist Start. Wir spielen Ghosts and Goblins. Das Originalspiel der Ghosts and Ghosts Serie. Maximo gehört auch noch dazu. Gibi! Und Bockschwerter Ding. Gibt's im PSN Store als so eine Arcade-Sammlung, die man von Capcom übrigens, habe ich glaube ich schon gesagt, aber egal, die man immer weiter erweitern kann. Richtig, richtig genial. Heidenspaß. Aber ist halt auch ein bockenschweres Spiel. Ich stelle mich gar nicht so scheiße an, muss ich sagen. Also, ich hab's auch, muss ich zugeben. Schienenkram. Nein! Oh, das war mal sowas von Schwein. Und das auch. Das läuft ja. Das war alles geplant, Leute. Das ist übrigens der Gargoyle aus Gargoyles Quest, Leute. Beziehungsweise es war er. Weil den haben wir ja platt gemacht. Das Spiel ist von 85. Das hier eine ziemlich... Oder ist eine genaue Automatenumsetzung. Und ich liebe es heute noch. Und stimmt, ich kann nicht so scheiße an. Wir sehen, weit wir kommen. Ich mache so eine Viertelstunde. Das war... Ja, die Flammen brauchen ein bisschen... Nachladezeit ist jetzt... absolut falsch ausgedrückt, aber die brauchen halt ein bisschen... Da kann man so zwei Schuss machen und dann ist erstmal Ruhe. Die Decker sind besser. Ihr seht, einfach schnellere Schussfolge. Ach, du Scheiße, das hört ja gar nicht auf. Ey, geht mir von der Pelle. Ach ja, Schienenkolon. Noch so eine Kleinigkeit, die ich immer wieder bei dem Spiel vergesse. Man kann hier noch nicht, ich mache das übrigens gerade hier mit Absicht, weil ich hoffe, da kommt noch einer mit dem Topf. Man kann ja noch nicht nach oben schießen. Das ist in den Nachfolgern möglich. Ja, das wollte ich. Das wollte ich. Da ist der Boss. Der ist aber so Pillepalle. Da waren die Gegner, die da von oben rumgeflogen sind, eigentlich wirklich die größere Herausforderung. Jetzt wird es schon ein bisschen mehr tricky. Das war jetzt Grütze. Muss ich fast mal wieder warten, bis dann mal einer in diesen Mini-Gargoyles hier... Jawohl. Wenn man es braucht, kommt es auch glatt. Ich finde... Übrigens ein Spiel... Heute noch seinen Reiz, auch wenn es nicht so gut aussieht wie die Ghosts and Goblins Variante. Schienenkram, jetzt ist hier, es ist mir gerade zu eng. Scheiße, jetzt geh gleich drauf. Fuck! Hey, du blöde Pflanze, ja. So, jetzt ist Ruhe hier. Jetzt habe ich völlig die Orientierung verloren, muss ich ja zugeben. That was close. Wäre du kleine Hampel. Hei, hei, hei. Was wollte ich nicht sagen? Hier gibt es noch viele Sachen. Leider noch nicht in der Variante, die Henry angezockt hat. Schon gibt. Wie zum Beispiel, wie gesagt, einfach mal den simplen Schuss nach oben. Übrigens, der dürfte jetzt tatsächlich links weiter aus dem Bild rennen. Ja. Den erklären, dass da eigentlich das Level zu Ende ist, beziehungsweise seine Plattform, finde ich eine Frechheit. Das ist eine absolute Dreistheit, dass der das darf. Na, nee, das bringt nichts. Na, doch. Muss sogar. Die Idee war super. Umsetzung war Grütze.
ich hoffe ernsthaft, ich kriege hier nur irgendein Viech in die Rüstung fallen lässt. Ich will hier nie in der Unterwäsche weiter rumrennen. Brauchen wir nicht. So, le. Also wir kommen zumindest echt ganz gut voran, muss ich zugeben. Scheiße. Bei den Roten weiß ich nicht, wie die reagieren. Ob die denn nochmal irgendwie eine andere Linie fliegen. Das war gerade glitchy. Die Steuerung tat sich nicht ganz so gut hier mit dem PS3-Pad. Aber es ist okay. Ich guck klar. Auch hier natürlich. Ihr kommt besser klar, wenn ihr hier tatsächlich ein Steuerkreuz spielt. Statt mit dem Analogstick. Das wird nämlich nichts, Leute. Das zeige ich euch, wie es ist. Und die Musik. Es ist so genial, Leute. Ich bin jetzt nicht so der große Videospiel-Soundtrack-Fan. Alter, das geht ja immer weiter runter, habe ich das Gefühl. Komm. Geschafft. Gut. Und zack. Da wollte es mich foppen, die Plattform. Ich war nämlich schon so ein bisschen auf der Sprungtaste drauf, so. So. Es war Quatsch, aber. Nee, ist es nicht. Da ist ja nur so ein Digga. So. Level 2. Yippie. Alter, ich bin ein Held heute. Ich habe echt einen Lauf. Das Spiel hat 6 Levels übrigens, wie ihr da seht. Die muss man denn allerdings doppelt spielen. Jetzt habe ich mich doch. Ist halt erbarmungslos, ne? Es geht sofort weiter. Ich weiß nicht, ob das gerade Schwein war oder Skill. Das ist von mir gewesen, also muss das Schwein gewesen sein. Ein Damenschuh. Okay, nehmen wir einfach mal hin. Durch das Items einsammeln komme ich überhaupt nicht vorwärts. Übrigens gibt es hier keinen so einen Zauberer wie in den Nachfolgeteilen. Die ich ja irgendwie cool finde, muss ich gestehen. Wenn da irgendwie ein Gegenstand kommt. Also hier gibt es ja auch nicht diese Kisten. Die gibt es ja einfach nicht. Hier werden ja die Gegenstände von Gegnern mitgeführt. Komm, lass dich abwerfen. Blöder Gargoyle. Mann, ey, das ist ja. Also manchmal, bei manchen alten Spielen, da habe ich doch tatsächlich einen Lauf. Ich sag bloß. Ninja Warrior Shinobi lief ja eigentlich auch gar nicht so verkehrt. Alter! Au! Das war Grütze. Okay, der kam jetzt sehr, sehr drastisch raus. Sehr, sehr drastisch raus. Auch wieder so eine. Das ist. Ey, ihr seid fies, ihr seid Chica, seid ihr. Ihr könnt da. Ihr könnt durch Wände fliegen. Da bin ich nicht für. Nein! Toll. Und ich komme nicht mal ran. Außer dass da noch ein Gargoyle kommt. Ey, ihr seid so eine Arschkappe. Alter. Ihr dürft da nicht einfach durchlaufen. Das ist eine Frechheit, eine bodenlose. Wird wirklich bodenlos. So. Das hast du jetzt hoffentlich bereut. Kleiner Dreckshampel. Da war es gerade echt eng. Wutzdunk. So. Dann gehen wir hier mal runter. Ne, komm. Fackel macht, glaube ich, echt mehr Schaden. Ich habe das echt nicht mehr so eine Erinnerung, was da wie. Scheiße, der ist eigentlich so easy.
sind ja... Gut. Okay. So erfolgreich werde ich in dem Spiel nicht weiter sein, das weiß ich jetzt schon. Deswegen sage ich an dieser Stelle, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Macht es gut, Leute. Tschüss.